Um die Jahrtausendwende bauten die beiden Schweizer Felix Rohner und Sabina Scherer nach einer Idee des Perkussionisten Reto Weber das Hang. Webers Idee war, ein Instrument auf der Basis zweier Instrumente zu erschaffen, dem indischen Ghatam, einem perkussiven Tonkrug, und dem Steelpan aus Trinidad. (2015) nutzte ich diese mir neuen Klänge zur musikalischen Untermalung eines Kurzfilms und entschied mich dafür, diese Art von Instrumenten filmisch zu dokumentieren. Seit der Erfindung des Hangs von PANArt in der Schweiz sind über die Jahre mehr und mehr Hersteller von ähnlichen Instrumenten, die auf dem Hang basieren, aufgetaucht. Weltweit gibt es momentan etwa 200 verschiedene Hersteller. Einer dieser Hersteller ist Manfred Sperling in Berlin-Tempelhof. Er baut mit seinem Team das Innersound Handpan. Ja, ich bin auf das Handpan gestoßen, indem ich es in YouTube entdeckt habe. Und da die Instrumente vor circa 10 Jahren sehr schwer zu bekommen waren, habe ich mich entschlossen, die selbst zu bauen mit meiner Partnerin zusammen. Ja, man musste ja damals an die Schweizer einen Brief schreiben, dass man ein Instrument erwerben wollte und wozu man das eben haben wollte, ob perkussiv eingesetzt oder mehr zur Sterbehilfe etc. Das war alles sehr schwierig. Dieses Instrument hat mich eben fasziniert, weil die Töne eben harmonisch und meditativ sind und man eigentlich ohne Kenntnisse sich so einen völlig neuen Klangraum so erarbeiten kann. Also ich denke, die Leute, die also Steelpans, da sind ja die Wurzeln, Steelpans und jetzt eben Handpans bauen, die kommen alle so von der musikalischen Seite her. Also ich kann jetzt nicht einem Blechschlosser sagen, mach mir mal so ein Ding, das wird nichts, sondern eher der Musiker, der aus Hobby Steelpans spielt und dann denkt, jetzt baue ich mir mal einen selbst, der kommt da eher hin, ne? Ja, wir bauen viele verschiedene Stimmungen. Es geht Dur. Jetzt muss man seine Ohren etwas neutralisieren, das ist d-Moll. F-Moll. Hier haben wir auch einen anderen Stahl verwendet, einen rostfreien Edelstahl. Die sind aus Stahlblech gehärtet und der ist hier aus Edelstahl und die Klangcharakteristik ändert sich dadurch. Klingt länger. Ist aber Geschmackssache, wer das nimmt oder jenes. Ja, aus Blechtafeln von 1 mm Stärke lassen wir uns Ronden auslasern, die dann über verschiedene Formen im Drückverfahren, in kreisender Bewegung, in Form gebracht werden. Erst der Klangtrichter, dann schneiden wir den Klangtrichter aus und dann biegen wir eben die komplette Unterschale. Schleifen hier immer so eine Art Spirale ein. Das finde ich irgendwie sehr schön. Wir bearbeiten ja das Blech mit einer Flamme, um es zu härten. Und durch diese unterschiedlichen Temperaturregionen ergibt sich eine Färbung automatisch. Das heißt, hier drumherum sind ungefähr bei 350 Grad ganz dunkle Färbungen zu sehen, die aber auch so eine Regenbogenschattierung haben. Und in der Mitte nehmen wir etwas weniger Hitze, sodass sich so eine Art Goldfärbung entsteht. entstehen ja ganz viele Nebentöne, je nachdem, wo ich das Instrument anschlage. What is it that makes it magic? It's like it touches something. It touches something different, and it somehow creates a moment that makes everything come into focus. You know, so you could be distracted by stuff, and then you hear that wow, brings everything to the here and now. This next piece is called Pendulum's Grace, and it's an ode to imperfect time. So it sounds like this. Ja, das Tuning ist nicht so einfach. Auf jedem Klangfeld klingen immer drei Töne. Der Basiston, die Oktave als Oberton und die Quinte als Oberton. Und das macht auch so diese Aura, in Anführungsstrichen gesagt, die Aura dieses Instruments aus, dass wenn man zum Beispiel vier Töne hier immer spielt, auch die Obertöne der anderen Klangfelder an leicht mitzuschwingen. Alles damit einen Hammer einstimmen, das macht die Sache wirklich sehr schwierig. Man braucht sehr viel Erfahrung und man muss eben lange üben, bis man es so hinkriegt. It's captivating. It captures you in the moment, and it captures the moment around you. And when it's played well, then it makes the moment dance, you know, into the next moment and the next moment. I'm happy, and I will try to keep the mood by changing a style just now. okay. I need a guarana or... Ja, meine Kunden setzen sich aus völlig unterschiedlichen Leuten zusammen. Die jüngste Kundin ist 12 Jahre alt und kam mit ihren Eltern hierher und hat einfach ein paar Instrumente durchgespielt und war also schon nach einer Viertelstunde hatte sie ihr Instrument gefunden, und andere Leute sind manchmal stundenlang hier, übernachten zum Teil hier und spielen die ganze Nacht durch. Und vom Rechtsanwalt über den Straßenkünstler kommen wirklich alle Menschen hierher. Ja. Wir haben Besuch eben auch aus aller Welt. Vor 14 Tagen war ja eine junge Familie aus Australien da und auch aus der Schweiz, europäisches Ausland und viele aus Berlin und aus Deutschland. Man mailt eigentlich immer so, die meisten Kunden kriegt man über YouTube, wenn eben diese Instrumente vorgestellt werden, und am sinnvollsten ist es natürlich immer, zum Instrumentenbauer hinzugehen. Thank you very much. The community for this instrument is amazing. It's inclusive, it's welcoming. When I got the instrument and when I was learning how to play, I met so many people along the way that were willing to share, were willing to point me in the right direction. The information spreads as well, really, really fast. People share patterns and just a kind of welcome that and the support you have. You know, everyone's very like, oh, you just got this. How long have you had? And you become a part of a family. You know, and this is really cool because a lot of us are kind of nomads, and a lot of us travel, and a lot of us need the support. It's nice, and it's very touching, and I'm happy to be a part of that, and also to be able to share and to bring people together. You know, I believe in this kind of radical inclusion. Ja, das kann man heute vielleicht noch gar nicht sagen. Es ist ja ein sehr neues Instrument. Man kann sagen, dass vielleicht im Moment, also in 2016 weltweit gesehen, vielleicht erst 10% der Menschheit dieses Instrument erst kennen. Und insofern ist die Entwicklung eigentlich nicht abzusehen. In sich ist es eigentlich wunderschön. Man legt es sich auf die Knie und fängt gleich an los zu spielen, ohne großartig zu üben. Und natürlich kann es immer irgendwie eine Erweiterung geben, das heißt, man macht hier noch einen Ton dazwischen oder hat vielleicht auch ein, zwei Töne auf der Rückseite. Aber wenn man zu viel verändert, dann ist es eben nicht mehr das Handpan, wie es mal so war, so wie es eben auch diesen Erfolg hatte, ne? I think right now a few people are experimenting with strings, putting strings on the back. This is very exciting, especially for guitar players, you know, but it adds another element to the mix, you know. You have the steel that resonates the strings, you have the strings that can resonate the steel. And I'm looking forward to seeing where the instrument goes in this direction. Few people are putting a wooden percussive element as well, whether it's on the bottom of the instrument or onto the side. This is also another element, literally wood. It's another element. So you have wood and steel. It's could be very powerful. So some interesting advancements. Now the makers have started to go crazy, you know, there's 22 notes around the top, and a note here and here, and notes on the bottom, and so this opens up sonic capabilities. Ja, man kommt ja mit sehr vielen Leuten so zusammen, die sich für diese Klänge interessieren, und dann lernt man auch immer wieder jemanden kennen, der so ein bisschen positiv verrückt ist, nenne ich das mal, und der hat dieses Gerät erfunden, wir nennen das Magic Hand, das heißt, man kann auf dem Handpan dadurch lange Töne erzeugen, also man lässt das Tonfeld lange erklingen, also man kann jetzt so spielen. Der Klang des Bleches wird immer bekannter. Diese Erfahrung, ein neues Instrument kennenzulernen, könnte man mit dem Kennenlernen einer Frucht vergleichen, die man zum ersten Mal sieht, schmeckt und begreift.